Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir haben im letzten Part dieses Ding gebaut und diesen Arm uns geschnappt. Wollen jetzt auch direkt zurückbringen und ja, gucken. Na gut, so kommen wir natürlich viel besser darüber. Mal gucken, was dann passiert, wenn wir den Roboter fertig haben. Na guck mal, super rübergekommen, ohne Schaden zu kriegen. Perfekt. Und links. Oh mein Gott, naja, gut. Toll. Ist die Reife im Weg. Hallo, Arm? So. Wow. Okay, das ist fast erschlagen. Link passt besser auf. So, muss es nochmal drehen. So müsste eigentlich passen. Perfekt. So, was passiert jetzt? Oh, Cutscene. Merkwürdiges Zeichen. Aber ist zumindest aktiv. Ich danke dir, Link. Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Du musst meinen Mysterienstein des Geistes für mich finden. Oh, cool. Der Mysterienstein befindet sich an diesem Ort. Führe mich dorthin. Okay. Sollen wir ihn kriegen? Der Weg wird voller Gefahren sein. Doch zum Glück birgt das Konstrukt, das du als Gefäß für mich gebaut hast, verborgene Mächte. Du wirst sie selbst erleben, wenn du mich ans Ziel geleitest. Bitte bringe mich zu meinem Mysterienstein. Okay, bring mich dahin. Sollte hoffentlich nicht so schwer werden. Ich bin zwar nicht sehr Fan vom Untergrund, aber naja. Fähigkeiten des Minero-Konstrukts. Du kannst auf dem Minero-Konstrukt reiten und es so steuern. Was? Okay. Okay, cool. Ja, was kann es? Aber langsam beim Hochgehen. So, was sollen wir tun? Oh. Link, mit diesen Waffen kannst du die Macht des Konstrukts entfesseln. Aha. Wenn du der Hand eine Waffe hinzufügst, kannst du die Angriffe verstärken. Hm. Der Weg zum Mysterienstein ist weit und gefährlich. Du solltest unterwegs bei den Waffenkammern Halt machen. Sieh zu, dass du dich mit der Bedienung des Konstrukts vertraut machst, damit du für alle Eventualitäten vorbereitet bist. So, Fähigkeiten des Minero-Konstrukt. An den Armen und am Rücken des Minero-Konstrukts lassen sich Objekte befestigen, die du dann zur Fortbewegung oder für Angriffe einsetzen kannst. Aber gerade Feuer zu sehen. Okay, wir können absteigen. Gut, was nehmen wir denn davon? Ein Stachelball, das Ding. Ich würde das da bevorzugen. Erstmal ein Laser. So, am Arm. Hä? Hier geht das nicht. Moment. Also, das hier möchte ich gerne. Oder muss ich? Warte. Ringschlangen hilft auch nicht. Oh, cool, ganz schön. Links und rechts schlagen. Aha. Oh, Bogen kann ich auch benutzen.
Alles klar. Gut, nee, das auch nicht. Was muss ich tun? So. Einmal stehen. So, dann jetzt das hier. Kann ich auch irgendwie nicht in die Hand geben oder so. Mal rücken. Ah ne, warte. Kann ich das irgendwie festmachen? Nee. So, da auch nicht. Hä? Okay. Wie mache ich das? Ach, verbinden. Okay, jetzt kann ich linke Hand, rechte Hand drücken. Aha. So geht das. So. Kann ich das jetzt auch noch verbinden? Moment. So. Du. Verbinden. Flammenwerfer. Okay. So mit zwei Waffen. Oh, nee, das wollte ich nicht. Genau, verbinden und das jetzt als Schutzschild oder so benutzen? Naja, auch nicht wirklich. Was bringt mir das denn? Naja, okay. Okay. Links und rechts. Ist ein bisschen langsam, der Roboter, aber ne. Gehen. Weil ich muss eigentlich eigentlich nochmal üben. Wenn wir genug Energie haben und so. Anvisieren. Dann gibt es einen Block. Okay. Was schießt sie nicht? Okay. So, bam. Wollen wir kurz sterben? Oh. Jetzt. So, sind zumindest ihre Waffen, ist ja auch schon mal nice. Oh shit, ich hab keine Energie mehr. Blocken erstmal. Ist jetzt zersprungen. So, und dann geht's gleich wieder voll. So. Jetzt hat er angeschossen. So, bam. Fackeln. Hallo? Das interessiert ihn irgendwie gerade gar nicht. Warum? Los, brenne! Oh, dann halt Elektro. Vielleicht muss man es im Wechsel benutzen. Ich weiß es nicht. Kann auch mal sterben oder so. Ah, hier, Feuer. Ah, endlich. So, kann ich die Sachen auch ein? Ja, kann ich. Okay. Nehmen wir das alles mit. Hip, hip, hip. Alles unseres. Perfekt. So, jetzt muss ich leider erstmal abwarten, oder? So. Ich muss irgendwie da zum nächsten wahrscheinlich. So, dann go. Es ist schade, dass wir nur drei Batteriestücke haben, oder nur drei Batterien haben generell. Brauche ich eigentlich ein paar mehr, das wäre schon ein bisschen cooler. Nee, das sind schon die nächsten Heinis. So, dann. Erstmal Energie aufladen. Oh. Warte. So. Halt ihn hier vorne. Ich werde nicht schießen. Passen. So, hier brennt erstmal. Wow. Wir müssen aufpassen. Ja,
anvisieren ist ein bisschen nervig. So. Das klappt bisher. Wenn das nicht allzu viele Gegner werden, dann könnte es funktionieren. Das Blitzding irgendwie nicht schießt. Oh. Verbrenne. Ganz schön viel aus, ne? Muss ich ja sagen. Der andere da hinten nervt auch ein bisschen mit seinem blöden Feuer. Doch, Feuerfeind. So, schau mal zu, dann kurz mal hier weg. Gar nichts mehr? Okay. Nehme ich hier. Wenn. Damn. So. Schaden dadurch, wenn ich durchgehend drauf halte? Ich bin mir gar nicht sicher. So, was ist jetzt dein Plan? Wow, stehen sie alle rum. Jetzt. So, komm, stimmt an dich. Hält mir ein bisschen zu viel aus. Nee, wir haben halt nur diese Konstrukte, ne? Oder diese Waffen als Konstrukte. So. Jetzt haben wir ihn. Ah, jetzt. Meine Güte. So. Die Lichter. Nehmen wir auch erstmal einen mit. Kein Profit, die brauchen, ne? Ernsthaft. So, was kann ich hier mir holen? Oh, neue Cutscene. Ja. Wenn du ein Sonarbauteil am Rücken anbringst, kannst du die Beweglichkeit deines des Konstrukts verbessern. Der Tempel mit dem Mysterienstein ist noch weit. Du solltest dich beeilen, Link. Ja, gut. So. Und jetzt? Können wir fliegen oder so? Nee. Nee. Ich will eigentlich Schwebestein noch auswählen. Bei den Raketen bin ich mir sicher. Kann ich dann schneller vorangehen als mit den Ventilatoren oder löst ich jetzt auf? Was macht der Schwebestein? Jetzt. So, drücken. Was tut es? Was kann es? Jetzt schweben oder so? Nee, warte. Kann ich absteigen? Ich will eigentlich gucken, was du kannst. Gar nichts? Nö. Es leuchtet nur, das war's. Das ist ja dumm. Na gut, dann bleiben wir im Ventilator, der wird besser. Aha. Tapst du da so vor sich hin? Super. Braucht aber auch mehr Energie als sonst. Egal. Naja, gut. Und Raketen? Oh, warte. Oh, da habe ich was vergessen. Moment. Das sammeln wir natürlich auch nochmal schnell ein. Oh, so nah. Nehme ich. Nein. Ja, bleiben bei dem Ventilator lieber. Weil ich habe keinen Ventilator sonst, um den wieder auszutauschen, wenn ich jetzt die Rakete nehme. Was sind da noch? Will ich ganz leer machen? So, dann. Können wir mal hinterher, lädt sich unsere Batterie auf, während du uns hinterherläufst. Brauchen wir nicht selber laufen. Also mit der Energie laufen. Ist ja schon ein bisschen besser dann. So, ich bin voll. Boah, nicht du. So, du. Das ist auch ein bisschen nervig, dass ich mal zu denen hingehen muss. Oh, warte.
können ja erstmal dahin gehen, bevor wir dann zum richtigen laufen. Oh, warte, ist da auch noch mit? Ehrlich da. So, was ist mit euch? Nein, so. So, brenne. Boah, was nicht los. Ups, ich hab voll und schlecht. So. Blitz, ein bisschen Feuer. So Energie. 3, geht. 4 geht. Oh. Ja, genau. Brenne. Ah, Leute, macht was. Hier ist nicht lange machen. Boah, was ist los? Meine Güte. Der Roboter ist echt ein bisschen schwerfällig. Wow. So. Komm schon. Alles, dann können wir uns weiter mit dem beschäftigen. Dann möchte ich nicht allzu viel machen. Oh ja, genau, er greift durch. Oh, ich dachte, er brennt. Ich kann gar nicht schießen. Ich habe auch noch keine Zeit. Oh, jetzt reicht sein blödes Wasser weiter als mein Feuer. So. So, ich muss das mal wieder voll. Silberner Extra-Verschwanz. Oh, das hatten wir auch noch nicht. Okay. So, jetzt ein Solanium. Den anderen Kram aufsammeln. Ne. Ja. So. Hier sind noch ein paar Sachen. Schön alles mitnehmen. Nee. Falsche Taste. So. Ist hier noch irgendwas? Ne. Gut, dann gucken wir, was wir uns hier einverleiben können. Irgendwas Cooles, was wir austauschen können. Schwänekatze. Link, wenn du eine Waffe an diesem Konstrukt anbringst, kann es auch weit entfernte Gegner angreifen. Wenn du gut zielst, kannst du den Kampf gewinnen, Link. Besiege die Monster, die dir im Weg stehen und drücke vor. So, was haben wir? Wir haben hier diesen Laser und wir haben Kanone. Ich glaube, ich nehme über die Kanone. So. Das blöde Blitzding war doch echt dumm. Okay, gut. Falsch-Taste. Ah, ne, okay. So. Die Flattermänner. Jetzt. So. Das Treffen von so kleinen Zielen ist echt schwer, muss ich sagen. Säule. ja. Gut. Wir haben jetzt über 2 Batterien verbraucht und nicht eingetroffen. Fantastisch. Das läuft ja. Lass sie erstmal in Ruhe, oder? Die uns nicht angreifen. So, dann krieg ich euch. So, dann laden wir unsere Energie auf und blocken. Ich hoffe, meine Leute machen da gleich ein bisschen was. Okay. Das klappt leider gar nicht. So. Na, ja, warte mal. Dann ist die Batterie wieder da und dann kriegst du das Maul. Boom. So. Jetzt sind wir dran. Was war das?
Ich kann nicht, verdammt. Oh, stimmt selbst, okay. Was doof, ich will eigentlich jetzt. Ich muss irgendwie ausweichen, dass der rechts mich nicht trifft. Wenn ich einen so anvisiert habe. Meine Güte, ist das klar. So, jetzt. Genau. Jetzt hab ich dich aber. So, hast du jetzt davon. Au! Mann! Das ist voll dumm. So, was ist das? Feuer mal benutzen, dann ist das weg. Gegen den falschen Knopf gedrückt oder so? Okay, dann habe ich es abgelegt, kann das sein? Na ja, gut, jetzt haben wir eine Kanone, Laser. Hoffentlich gleich wieder genug Energie, dass wir uns den stellen können. Wo ist er denn? Ne, das lasse ich lieber. Jetzt komme ich nicht wieder hoch. Das wäre noch schlimmer. So, die Dinger mit. So, jetzt habe ich schon über 1000 Stück von den Teilen. Und, ich weiß noch nicht, was ich denn machen soll. Laser. Au! Da kein Rückprall oder sowas? In Ruhe. Weg. So. Wo war ich denn den? Da oben ist das doch kaputt hier. Oh shit. Oh nein. Ja. Meine Güte, ich muss Abstand haben. Ist doch scheiße so. Ein Glück. Ein bisschen mal weg. Oh, stirb einfach. Ah, der kommt auch noch an mich ran. Warum? Geh weg. Los, Alter, mach ihn kaputt. Ich sterbe. Oh, okay. Wer seid ihr jetzt weg? Piu, 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 piu. Haben wir die maximale Reichweite ausgenutzt. So, weiß wieder nicht, warum meine Waffe weg ist. Die müssen sich ja echt dann auflösen, ne? So, mal. Ah, der Stachel, da haben wir nichts anderes hier. Oh Mann, ey. Also wenn die sich immer auflösen, das ist ja scheiße. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es easy peasy wird. So, ich warte mal ein bisschen Energie. Kann ich die vielleicht einfach jetzt weglasern oder so? Wir einfach mal aus. So. Komm, komm, komm. So, gut, dann. Oh, perfekt. Das funktioniert. Besser als gedacht. Ah, komm. Ja, so. So. Oh, die rollen, die rollen. Glück gehabt. Alle. Gut. So, und du noch? Perfekt. So, hier noch ein bisschen was. Sind die Irrlichter einfach nur da, um da zu sein, oder machen die auch was? Aktuell habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass wir es irgendwo benutzen können. Naja. So. Das Gute ist, dass wir hier drinnen stehen können und kriegen keinen Schaden. Was habe ich jetzt dazu? Wurzel? Ich muss schneller laufen. So. Hier hoch. Oh, schnell. Los, 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 los. Oh, es blinkt. Blinkt das jetzt, weil ich es benutze oder weil es richtig kaputt ist? Na egal. Ich kann es nicht aktivieren, Roboter? Okay. Ganz schnell.
Taste, absteigen will ich. Ja. So. Und aktivieren. So, jetzt überspringen wir wieder. Wo sind wir? Aha. Die Wurst des Lichts vertreibt das Dunkel. Alles klar. Ah, das ist wichtig. Erstmal wieder heilen hier. So, gut. Dann würde ich jetzt auch mich nochmal heilen wollen. Weil wir auf der Oberwelt können wir uns doch einfach heilen, oder? Ah, so ein bisschen dahin, ne? So, das heißt, wir können ja... Weil ist eigentlich egal. Ich kann dir dann einfach zusammen... Na komm, nehmen wir den Stall. Und... Solange ich... Wenn wir nicht über die Mysterienstern verfügen, kann sich dir diese Einheit nicht anschließen. Ich harre hier deine Rückkehr. Ja, okay, mach halt. Genau, dann gehen wir uns jetzt erstmal heilen. Und kommen dann wieder, weil... Boah, das Ding ist schon ziemlich... schwerfällig, muss ich sagen. Und langsam. Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das kann man auch irgendwie verbessern oder so. Keine Ahnung. So. Tachikatsschrein. Haben wir die schon gemacht. So, jetzt bloß sich vom Blitz treffen lassen. So, einmal übernachten. Wir haben ja noch ein paar, wir haben ja noch ein paar Sachen, ne? Die wir nutzen können. Hi. Oh. Wie schön, dass du trotz des schlechten Wetters hergekommen bist. Willkommen in unserem Stall. Ein normales Bett, 20 Mal. Warte, normales, ne? So, ein Übernachtungsgutschein, genau. Was wollen wir? Gutschein verwenden. Wir haben ja jetzt genug davon. Wunderbar, kostet die Übernachtung keinen einzigen Rubin. Perfekt. Sind die alle wieder da, oder was? Ah, ich hoffe nicht. Komm, das können wir auch überspringen. Das muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Zumal seit er auch gar nicht mehr redet. So, perfekt. Oh, hast du die Zeitung gelesen, ob das stimmt, dass der Munkel zurückgekehrt ist? Ich würde gerne etwas tun, um mich auf den Ernstfall vorzubereiten, aber was? Ja, das weiß ich auch nicht. So, dann können wir doch jetzt eigentlich direkt wieder runter. Oh, warte mal. So, wir gehen runter. Ich denke mal, dieses die Fahne, die da gerade war, das wird dann unsere Markierung für den Roboter sein, oder? Würde ich jetzt mal pauschal schätzen. So, gut, wir sind wieder zurück. Perfekt. Ja. Link. Ich erwartete deine Rückkehr. Komm, begeben wir uns zum Mysterienstein. Kriegen wir hin. So, gut. Dann aufsteigen. Perfekt. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.